Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Warlords of Draenor. So, ich bin jetzt schon eine Weile im Dungeon Browser drin, so knapp 9 Minuten, insgesamt 29 Wartezeit. Das heißt, wahrscheinlich nur mehr diese eine Folge warten. Dann quatsch schon mal Nisha an und machen da jetzt so einen kleinen Rundflug und schauen, wo wir als nächstes hin müssen, wo wir dieses, ja, Artefakt oder diesen Gegenstand finden, den wir brauchen. Und da wird sie auch schon fündig. Hier liegt dieser große Teller. Den sollen wir bergen. Kein Problem für uns. Machen wir doch gerne. Ja, und ich hoffe, ich komme in irgendeine Instanz rein, wo ich noch nicht drin war. Es ist immer, ja, ein bisschen lästig, wenn man da Instanzen kommt, wo man schon drin war. So, besiegt Hauptmann Barak und findet das Herz des... Was? Magnarons. Okay. Da bekomme ich eine Brust, habe aber schon eine bessere bekommen durch die Visionen. Zum Sieg. Und da hinten sehe ich, da ist ein Grout. Dieses Grout, eine Gorgon Fliegenfalle. Das hätte ich gerne. Oh no. Ein Raptor. So. Gut, dann reisen wir mal darüber und auf dem Weg dorthin ist so eine Höhle, hier. Da dürfte es einen Schatz drin geben normalerweise, aber hier müsste es ja auch ein Bonus-Quest-Gebiet geben, oder? Ne, denke ich mir doch. So, dann machen wir gleich diese Bonus-Quest mit. Nein, please, entkomm nicht. Ja, dann Platz halt, so. Dann müssen wir, glaube ich, die Eier auch kaputt machen. Ich glaube, da müssen wir nur drauf latschen. Ja, während du da hier, oder? Jawohl, genau, da müssen wir nur drauf latschen. So. Mach mal ein bisschen Erdbeben. So, bisschen Kettenblitzschlag. Wunderbar. So, ja, ja. Hey. Wieso ist das eine nicht kaputt geworden? Was soll der Mist? Na also, geht doch, doch. Die müssen wir auch töten, was ich noch weiß. Und dann, wenn wir die Bonusquest haben, gehen wir in die Höhle. Dort müsste es was ganz Spezielles geben. Nämlich so ein... Ich weiß jetzt nicht, ob das 100-jähriges Ei heißt. Auf alle Fälle ein Eis drin. Nach 7 Tagen schlüpft da was draus. Ich habe mal sagen lassen, da kann auch irgendwie ein Bett, ein Mount oder sowas drin sein. Mit dem Hauptschar hatte ich da ein Spielzeug drin. Und, naja, schauen wir mal. Was wir jetzt so drin haben. Vielleicht haben wir ja hier dann Glück und da ist das Mount drin. Allerdings, wie gesagt... Hallo? Müssen wir halt 7 Tage warten. So, brauche ich so einen dicken auch? Brauche ich auch. Okay. Dann holen wir uns so einen dicken auch. So. La la la, nicht mehr lange. Und dann wird es so eine kleine, sag ich mal, ja, Neujahrsansprache von mir geben. Plus so einen kleinen, sag ich mal, ja, Jahresrückblick. Und auch, wie es weitergehen soll, 2015. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch da schon drauf. Wird wahrscheinlich für den einen oder anderen ein paar Überraschungen geben. Aber so ist es halt mal. So. Ah, die hätte ich gar nicht gebraucht. Was bist denn du da für einer? Aha, du bist der gleiche, du heißt anders und hast eine andere Farbe. Okay. Ja, soll mir ehrlich gesagt recht sein. Ich ist egal, wenn ich da töte. Hauptsache, ich kann da meine Quest erledigen. So, ein Gordon-Ei brauchen wir noch. Und von den dicken da brauche ich noch 4. So.
Ja, nur blöd, dass ich dann immer diese kleinen Scheiß-Mistviecher da mitmachen muss. Aber was soll's. Ist halt so, hey, vor mir bleiben. Ja, jetzt kommt ja der Captain Blitzschlag. Ja, dann Platz halt und töte mich schon fast. Teilen wir uns wieder hoch, so. Wir brauchen jetzt nur mehr drei solche Typen. So. Dann nehmen wir uns einfach die hier, die da so ein bisschen rumstehen. Das lädt immer noch auf, ist doch gar nicht wahr. Ja, mach hier nicht da so ein Drama, mein Freund. Oh, der hat den Dolch da ein bisschen ins Knie gestochen. So. Da vorne ist noch so einer. Please. Please, Mr. Schluchtfelsbrecher. Don't run away. So, bekommst du mal da einen Flammenschock in die Fresse und in den Arsch. So. Wow, weg hier. So, da hinten der noch. So, dann nehmen wir jetzt mal kurz den Wolf, dass wir schneller da sind. Was liegt hier? Nur ein Knochen, oder? Ja. Aha. Fisch. Scheint hier mal Wasser gegeben zu haben. Das sieht mehr ja so wie ein vertrocknender alter Fluss oder See hier aus. Also war das hier doch mal alles fruchtbar. Tja. So kann's kommen. So. Ja, und ich habe gelesen, bis Ende des Jahres soll die Weltbevölkerung auf sage und schreibe schon 7,3 Milliarden anwachsen. Das ist echt heftig, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, 1970, also gerade mal ja 44 Jahre her oder knapp 40 Jahre her, war die Weltbevölkerung noch halb so groß, also 3,7 Milliarden. Das ist echt extrem, wenn man sich das mal überlegt. Ja, hier ist das Ei. Ja, gut, dann kommt alle her. So, der Kleine stirbt jetzt leer. So, hier ist dieses Ei. Wie heißt das Ei jetzt? Warmes Gorenei. Da steht, Dauer 7 Tage, aus diesem Ei wird etwas schlüpfen. Kann man natürlich auch verkaufen, aber wer macht das schon? Ja, jetzt heißt es einfach 7 Tage warten. Zum Glück nicht 7 Tage Ingame-Zeit, denn wäre doch echt blöd, wenn man sich dann ausloggt und der Timer läuft nicht weiter, sondern 7 Tage Realzeit. Das heißt, heute ist der 28. Das wäre dann müsste der 4. Jänner sein. Nein, ich muss da hinten hin. Please go weg. Ich will euch nicht. So. Und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Oh, was macht ihr denn hier? Okay, wir machen nichts. Hier haben wir gleich so ein Phasing-Gebiet. Oh, Rex ist auch schon hier. Sehr gut. Wunderbar, Mr. Rexa. Oh. Ach komm. Jetzt hat er die weggezogen. Ja, bei mir geht's sicher nicht so einfach, oder? Wow, der haut ja gut rein. So. Machen wir hier ein bisschen frei, würde ich sagen. So. Denn da drüben könnten wir auch ein bisschen. Sehr schön. So. Hauptmann Brack. Wo ist er? Keine Ahnung. Gehen wir einfach noch ein bisschen weiter vor. Da oben steht er. Da passiert nichts. Du, mach was. Das ist hier verpackt. Töten wir den auch noch? Hm.
sie. Ah, lag doch an dem. So. Jetzt ziehen wir die hier kurz mal rüber. So. Hey, hilf mir, Rexa! Lauf doch da nicht wieder weg! Was bist denn du da für ein Freund? Grundtöten habe ich schon immer genossen. Das denke ich mal, ja, dass du das gerne machst. So, dann schauen wir jetzt kurz mal das hier an. Yeah! Los schon! Hau die raus! Hey, geh nicht vor mich! Schneller! Was soll das hier, du? Dicke Taure! Die müsste schneller fliegen! So. Ich hab meinen Tod, und du? Gerade mal die Hälfte! Was soll das? Bist langsam alt, Rexa! Aber gemeinsam schafft man den Typen hier schon. Misha, bring sie hier runter. Genau, Misha. Ach nee, nicht das. Du sollst nicht das Totem heilen. Du sollst dich heilen. Naja, hat auch nur 270.000. Ich hoffe, du bist ein guter Tank. Ja, du bist ein beschissener Tank. So, egal. Hauen wir trotzdem da mal Heldentum an, auch wenn es ein bisschen unnötig ist. Aber dann ist er wirklich schneller hin. Oh. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Dann gehört das Artefakt hoch und... Gut gemacht. Sehr das gut. Das Artefakt gehört euch. Danke sehr. Das werden wir jetzt noch ein bisschen betatschen. Auf umständige Art. So, zack. Und hat jetzt sogar Platz in meinen Rucksack. Hm? Das schau dir aber. So, heilen wir uns noch ein bisschen hoch. So, jetzt darf ich wieder da Nische benutzen. Oh. Gut. Bringt mich zu meinem Außenboss denn. So. Ah, war ein Questgegenstand. Gut, sehen wir jetzt nicht. Da stand aber, glaube ich, was, oder? Ah, sondert Macht ab. Na gut. So soll es sein. Ah, da sieht man eigentlich noch schön. Die Grünflächen, Bäume und so. Und hier ist es halt ein bisschen, naja, Grand Canyon-mäßig. Okay. Ja, da gibt es noch ein paar Wasserstellen. Wahrscheinlich eher mehr Salzwasser, so wie die Ablagerung hier ausschaut. Deshalb wächst hier auch nichts. Ja, und das ist seine, keine Ahnung, Pinkelsee. Das will natürlich auch keiner haben, dieses Wasser. So, wo bringst du mich hin? Ach ja, zu meinem Außenposten. Ja, da oben hätte ich noch eine Quest gehabt. Aber egal, wir haben ja diesen Flugpunkt. Und hier haben wir eh auch mehrere Quests jetzt mal zum Abgeben. Da, meine Gladiatoren sitzen auch noch da drin. So, was sagten die Zeit? Okay, das Blut der Frostwölfe ist dick. Ihr habt großen Mut bewiesen und ein unschätzbares Artefakt geborgen. Loktar. Loktar Oga. Haben wir ja gesagt, habe ich was Besseres. Was bist denn du? Irgend so ein Rezept, gut. So, wo schickt er mich hin? Ich werde dringend an den Eisendocks gebracht. Ah! Ja, da oben gibt es jetzt dieses Event. Natürlich. Hm, wahrscheinlich, das geht sich aber jetzt sicher nicht mehr aus. Die kämpfen immer noch. Die müssen ja schon müde sein. Oder, keine Ahnung, dass endlich mal einer stirbt. Oh, der wirft einen Felsen nach mir. Haarscharf. Seht euch das mal an. Wie ein Affe auf dem Schleifstein. Der fette Taure auf diesen armen, kleinen, zerbrechlichen Käfer. Und der mit seinen Mini-Flügelchen. Ja, deshalb da. Wir streifen echt knapp den Boden. Ja, wir sind einfach zu schwer. Ja. Das da vorne, hinter dieser Mauer, das ist die Grube. Da gibt's dann immer so eine Daily-Quest, wo man sich Abexis-Kristalle dann
verdienen kann. 1000 Stück. Gibt hier immer eine Raid-Gruppe, die hier unterwegs ist und alles niedermetzelt. Schafft man aber auch locker alleine. Glaubt mir. Die steht hier irgendwo oben am Berg, die Erfinderin. Viele sagen immer, ja, alleine ist das nicht machbar. Blödsinn. Ehrlich gesagt, alleine brauche ich auch nicht einmal 10 Minuten und die Quest ist abgefrühstückt. Klar. Ich muss sagen, in der Raid-Gruppe dauert es ehrlich gesagt auch gleich lang. Also, ja. Wenn ihr wisst, was ihr tun müsst, dann ist es ganz einfach. Gibt dann hier so eine Daily Quest, Shatra zum Beispiel, gibt eh verschiedene Zonen. Muss aber leider sagen, kommt relativ oft hintereinander dasselbe. So, ne, das geht sich jetzt leider nicht mehr aus. So, ich habe mir jetzt hier mal den Flugpunkt gesichert. Ich fahre jetzt hier mal runter, holen wir uns diesen Flugpunkt bei der Horizontklippe. Und dann wird wahrscheinlich bald die Instanz aufgehen. Ja, das mit den Apexis-Kristallen, alles schön und gut. Ich sag mal so, wenn man aktiver Raider ist, ja, braucht man die nicht wirklich mehr. Klar, man kann sie sammeln, damit man sich dann sagt, ja, dann sammle ich halt meine Apexis-Kristalle nur, um diese Würfelmarke zu kaufen für einen Bonus-Roll. Kostet ja beim ersten Mal 500, dann 1000, dann 2000. Das bekommt man locker in der Woche zusammen. In der Woche sind theoretisch möglich, also wenn man immer nur die kleine Quest macht mit 800, 7 Tage Saints, 8x7, 56, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ja, 5600, bleibt sogar immer was über. Die Items, die erste Stufe sind 630er Item Level blau, ab 3000 Kristall, ich glaube 3.000 bis 6.000. Dann kann man die natürlich aufwerten. Auf 640 episch braucht man dann dazu natürlich das blaue Item plus wieder Kristalle. Das beläuft sich dann, glaube ich, im Bereich von 8 plus 12.000 Kristallen nochmal. Und dann zum Schluss kann man es nochmal aufwerten auf, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 655. Und ja, wie gesagt, da braucht man dann das zweite epische und wieder eine Arsch voll Kristalle, und bis man das wirklich zusammen hat, dann müsste man wirklich Wochen farmen. Und wie gesagt, wenn man wirklich Raider ist, hat man in der Zwischenzeit vielleicht an den Slot sogar schon mal Besseres gefunden und ja, hat das Ganze umsonst gemacht. So. Jetzt steigt es wieder an auf 31 Minuten, das heißt noch 5 Minuten jetzt. Hm. Dann heben wir uns das da oben für eine neue Folge auf. Das kann unter Umständen länger dauern. Dann fliegen wir jetzt hier hin zur Brechergruppe und geben diese Quest hier ab. Und dann machen wir eher dort mal weiter. Das da oben läuft einer ja nicht weg. Das ist so szenariomäßig aufgebaut. In verschiedene Phasen eingeteilt. Kommen Monster, wenn und alles. Und das kann dann schon mal 10 Minuten dauern. So. Oh, da geht jetzt zum Beispiel schon die Instanz auf. So, ja, dann sage ich schon mal wieder danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Kommentar und eine Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, ciao, euer Graphos.